Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastelecke. Heute geht es ums Thema Salz im Koi-Teich. Als erstes, wenn ihr mit Salz am Koi-Teich hantiert, bitte kauft euch ein Salzmessgerät, um genau festzustellen, welchen Prozentsatz Salz ihr dann im Teich habt. Meistens wird auf 0,5% aufgesalzen. Das bedeutet 5 Kilogramm auf 1000 Liter. Das liegt schon im oberen Bereich, finde ich, für die Kois. Man könnte sogar bis 0,6 aufsalzen, aber das empfehle ich keinem. Salz wird in letzter Zeit, oder besser gesagt dieses Jahr, viel angewendet in Koi-Teichen, vor allem gegen die Fadenalgenplage. Das funktioniert in den meisten Fällen eigentlich wirklich gut. Ich finde einfach, dass es nicht bis auf 0,5 aufgesalzen werden muss, sondern es kann auch mal bis 0,2% aufgesalzen werden, um den Fadenalgen hier Einzug zu geben. Bei einer Behandlung gegen Fadenalgen würde ich auf jeden Fall empfehlen, zuerst so viele Fadenalgen aus dem Teich zu nehmen, wie es nur möglich ist, da wenn die Fadenalge abstirbt, sie das gelöste Phosphat und Nitrat wieder ins Wasser zurück abgeben. Darum ist bei einer Salzbehandlung auch immer wichtig, die Wasserwerte im Auge zu behalten. Man muss auch daran denken, dass wenn ich jetzt auf 0,5% aufsalze gegen Fadenalgen, dann mir mit größter Wahrscheinlichkeit die Patina auch sich von der Folie löst, dass die Algenflora, die an der Folie haftet. Das bewirkt eine sehr starke Teichtrübung im Koi-Teich. Und natürlich ist der mechanische Filter oder euer Vorfilter, je nachdem, eure Bürstenfilter, sehr rasch, sehr schnell voll. Die müsst ihr dann häufiger reinigen. Ich empfehle eigentlich wirklich auf mal 0,2% aufzusalzen. Und dann das Ganze eine gute Woche lang beobachten, ob es nicht da schon eine Wirkung zeigt. Denn es gibt natürlich auch viele Nachteile von Salz im Koi-Teich. Solltet ihr zum Beispiel eine Parasitenbehandlung machen, Beispiel FMC oder Kaliumpermanganat, dann muss 90% von dem Salz erstmal aus dem Teich. Das heißt, wir sollten um die 0,05% liegen, also das, was eigentlich aus dem Wasserhahn kommt. Ja, des Weiteren wirkt natürlich Salz auch stressmindernd auf die Fische. Es hilft den Fischen, den osmotischen Druck auszugleichen, das ist der Wasserhaushalt im Fisch. Und es kann auch gegen eine Nitritvergiftung helfen. Also vorbeugend, also wenn ihr seht, die Werte werden sehr, sehr hoch, dass ihr dann aufsalzt, das hilft den Fischen, da sich die Salzionen auf die Kiemen legen und eine Nitrataufnahme eigentlich somit gestoppt ist. Das ist aber nur eine kurzfristige Lösung, wie auch bei den Fadenalgen. Also da ist natürlich immer das Problem, man kann nicht dauerhaft aufsalzen, sondern es sind ja auch keine Salzwasserfische, sondern man kann nur einen gewissen Zeitraum und dann mit Frischwasserwechsel geht der Prozentsatz immer weiter zurück. Ja, Salz im Koi-Teich, ich bin von meiner Seite her kein Freund davon. Ich verwende Salz in einer Behandlung, zum Beispiel in einem Becken außerhalb vom Koi-Teich. Auch darum, dass ich meine Aquaponik auf dem Dach angeschlossen habe, ist eine Salzanwendung bei mir eigentlich so gut wie nicht möglich. Ich habe das aber bei Freunden getestet und musste sagen, also Fadenalgen werden jetzt zum Beispiel bei ihm mit 0,25 locker in Zaum gehalten. Ja, das war das Wichtigste in Kürze von meiner Seite her zum Thema Salz am Koi-Teich. Also bitte kauft euch ein Salzmessgerät
Seid euch sicher mit der Literanzahl von eurem Koi-Teich, damit ihr euch da nicht verhaut. Lieber mal 10% weniger machen. Ja, in diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, ciao zu euren Fischen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.